Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS17 Multiplayer Challenge Projekt Stadtmach mit dem Tino und dem Randy. Hallo. Hallöchen. Mahlzeit. Ah ja, stimmt, die Wiese da oben. Jo. Ja, lol. So, ich muss gerade eine Überwachung. Warte mal gleich. Oh, wir haben jetzt Kettensägen. Hurra. Boah. Was ist das Ding da oben? Oh, tatsächlich. Komm, du bist Köfen. So. Der Kaufträger. Ach ja. Bin kurz bei Melu. Jo. Kostet ohne viel. Jo. Och, die Scheiße müsste komplett umgepflügt werden. Man könnte mal ein quadratisches Feld rausmachen. Könnte man da vielleicht, ne? Vielleicht könnte man da. Ja, ne, das Problem ist ja, 86, 87, das ist ja so, weißt du, so Ja, so Die 86, okay, die geht ja so komplett so schief und alles und das Problem ist, ich hab ich in meinen Augen einen Fluch, bin mir aber nicht sicher. Das kann ich dir jetzt so auch nicht sagen aus dem Stegreif. Ich hatte wohl mal ihn gekauft, aber ach, ich hab den wieder zurückgegeben. Stimmt, ah, das war gemietet, ne? Nee, den hab ich gekauft, 5 Minuten genutzt und wieder verkauft. Hab ich gerade mal 1k Minus gemacht. Ah gut, okay, das ist okay. Ich könnte es auch übers LU machen lassen. Ich weiß auch nicht, ob die teurer oder billiger sind. Das weiß ich auch nicht. Randy, wie sieht's denn aus mit dem Düngen? Hast du da nochmal Zeit? Ach so, ja. Das wäre voll nett von dir. Muss man dann aber eine Rechnung schreiben, ne? Ja, mach's dann nach innen. Ja, gut. Wird irgendwas um die 1K sein. Ja, ja. Ins 2 oder sowieso. Ich vertrau dir da. Das ist freundlich. Obwohl, ich will dich ja nicht anlügen, könnte auch teurer werden, weil das frisst halt schon ein bisschen Dünger. Ja, dann kostet halt 2. Ja, könnte hinkommen, glaube ich. Hab halt erst einen Blick Zeit. Der heutigen Season drauf. So. Warum sind wir so lange beim LU? Das weiß ich auch nicht. Das LU ist schon wieder voll beansprucht. Dank meiner Wenigkeit. Schön, das Gras ist so dicht. Ich sehe nicht, wo die GPS-Linien sind, ne? Ich kenn's. Schreibt dir noch einer. Wo denn? Im Chat. Ja, ist richtig, war ich. Ja, hab ich gesehen. Wir werden mal so eine Regel einführen, glaube ich, dass man nur maximal 2 Minuten bei Melu sein darf. Was denn? Pro Folge oder insgesamt? Nee, pro Stück. Also. So. Also das mit dem Nachtvorspulen, das ist zwar cool, aber ich fahre mir immer mein ganzes Zeug kaputt hier. So. Okay. Das heißt, hier ist LU freimachen. Ich habe hier ein längeres, es ist, war ein sehr wichtiges Gespräch. Da ging es um sehr, sehr viel. Was denn? Ja, jetzt habe ich da oben die Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Hättest du das
kurz ein bisschen eher gefragt, hätte ich dir das noch sagen können. Du als Auftraggeber hast unterschrieben, dass... Okay, alles gut, ja. Ja, Moment. Andere Länder, andere... Ja? Es ist ja tatsächlich andere Länder, aber ja. Es ist ja nicht so, dass ich vielleicht, ja... Man weiß ja nicht, ob ich jetzt ausschließlich den Auftrag gebe. Naja, egal, du wolltest hoch. Nee, ist mir schon erledigt, danke. Hat's erledigt? Ja. Was? Du wolltest ja gerade einen Selu? Nee, hat sich erledigt. Du hast das nur gemacht, dass ich wieder runterkomme. Nein. Du tust ja mit allen Mitteln kämpfen, habe ich das Gefühl. Ja, Wahnsinn. Lass mich kurz nachgucken. Yo, ist nicht verboten. Ja, ich habe das Gefühl, wenn das Projekt zu Ende ist, muss man ein Studium machen, um alle Regeln zu kennen dann. Wenn es dann wirklich die Unparteiischen gibt, die das alles niederschreiben. Ja, Ramosen. Die können schon eine Stunde vorher anfangen. Bevor wir aufnehmen, können die schon anfangen, die Regeln zu checken und so weiter. Ohne. Ja, Randy, bitte. 2-2. 2-2, kein Problem. Bekomme ich eine Rechnung? Nee. Keine Rechnung. Wird es dann billiger ohne Rechnung? Ja, weil ich kann ja die Standortpreise nicht ändern. Aufgrund okay. der. Und da kann ich ja die Düngerdinger ja nicht. Aufgrund der Regel 3 wegen den illegalen Preisabsprachen. Was ist denn 2-2? Ist das für das Düngen jetzt? Jo. Ja. Ah, okay. Hast du einen großen Dünger oder was? Ich habe 36 Meter, ja. 36 Meter, 10.000 Liter Kapazität. Ich schreibe jetzt nur Dünger drauf, ne? Nicht ja, Feld, blablabla. Ja, ja. Oh, ich hätte fast 22.000, warte. Ach, so. Ist auch nicht verkehrt, nimm ich. Glaube ich dir. Gut, ich bin kurz bei Melu. Habe ich was vergessen. Viel als Batman. So. Wer ist Batman? Ja, wer? Viel als Batman. So, Alter. Ach ne, ja. Nix. Was hast du schon wieder? Nix. Alter Schlinge. Alles gut. Hast du schon wieder verkauft? Nö, aktuell noch nix. Du mich schon wieder verkauft hast. Ach so, nö, du hast ja nichts Wichtiges gesagt, was man weiter erzählen könnte. Da hört er ihn. Ja, ja. Wahnsinn, ey. Deswegen, ne, ist ähnlich, was man jetzt aktuell. Sie sind ja auch mit allen, oder was ist mit ihrem Feld hier? Ach, das haben sie auch angesetzt. Das tut mir leid. Was? Ja, nee, alles gut. Alter, was hast denn du gemacht? Das liegt im Allgemeinen jetzt an der Spielwelt, da kann ich nichts dafür. Du bist nicht über mein Feld rein. Nein. Das bin ich nicht. Allerdings, wie soll ich denn das ausdrücken am besten? Ich will mal kurz gucken, wie das aussieht. Wie was aussieht. Nee, das ist alles. Nee, siehst du die Ecke dort? Die nicht hochgekommen ist? Die ist halt einfach noch ein Wachstumsstadium unten drunter. Das ist, du weißt doch, dass das beim LS so ist, wenn die Geräte zu nah an der Stelle sind, dass ja, die ja. dann nicht auswachsen. Da stand jetzt halt die Saatmaschine, die platziere ich jetzt halt noch. Das wäre sehr nett, ja, weil sonst. Deswegen, sorry. Alles gut. Ja, Manus. Mittlerweile ohne Anus. Der eine kommt, der andere geht. Es ist ein Wahnsinn, du. Das ist absoluter Wahnsinn. Stellen wir uns mal so an. Jetzt habe ich doch aus einem dummen Zufall, ne? Eine Stelle von Tino sein Feld 83 vom Wachstum gehindert. Ja, da stand die Saatmaschine vor der Stelle, ne? Und dann wisst ihr, wie es ist, ne? Dann wächst es nicht mehr, ne? Es ist aber auch immer diese Zufälle. Menschen, genau. Weiß ich nicht, jetzt ist er bei Melu. Super Dinger kaufen oder so, ich weiß es nicht. Okay. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, nein. Das ist halt so. Bin kurz gemutet. Jo. Oh, jetzt werden alle Geschütze hier aufgefahren. Jetzt werden alle Geschütze ausgefahren, meine Friends. Ja, gut, haben Sie noch irgendwas für mich? Was kannst du mir denn anbieten? Ansehen, Grubern, Düngen. Also düngen wäre ich prinzipiell gerne 117, wenn sie einen Zeitdienst haben. Und die 126, wenn sie bitte Pflegeprüfung haben. Dicky, ich habe einen Big Butt. Das ist keine Pflegeprüfung, glaube ich. Nee, und der Big Butt, also der, das wundert mich halt so extrem. Ne? Den kleinen, da kannst du gar nichts machen. Ja. Und bei den großen...
Ich weiß nicht, ob du bei den Großen was ändern kannst, weil der hat doch nicht standardgemäß die Doppel... Also, ja doch, der hat standardgemäß die Doppelbereifung. Ja, aber du kannst Einzel- und Dreifach noch machen. Also, okay. Also es wird nur mehr, nicht weniger. Nein, also. Du kannst auch auf Einzelreifen runtergehen. Also so wieder ein kleiner halt. Weil er hat ja Standard-Doppel. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Ja. Also, mit Big Bad, da ist nicht viel mit Pflegebereifung. Ja, stimmt allerdings. Sonst hast du keinen Traktor mehr? Komm wieder ins Büro, was ist denn hier los? Oh, Alter, jetzt wird schon mit Vornamen so angesprochen. Jetzt sind wir schon bei du. Ah, das nimmt ja auch. Das muss ich auch mal nachfragen, das habe ich eigentlich nicht so gewollt. Ja, ich kann dir die Düngestufen machen, wo es nichts kaputt geht. Ja, das Problem ist, es ist leider schon etwas gewachsen. Echt? Das sieht von oben nicht so aus. Also 117 ist komplett... Nee, 117 ist, also wenn du am Boden bist, dann siehst du, dass schon einiges gewachsen ist. Und ein Big Butt ist halt schon ein bisschen grob, ne? Nee, das ist, können wir nicht machen. Tut mir leid. Vielleicht das nächste Mal, Randy. Warte mal. Wo bist denn der? Fast Track. 117. Ja. Weil das sieht oft ja, ne? Entweder hat es nicht synchronisiert, oder das sieht dann im Ansatzweise so aus, als wäre da schon was. Also ich sehe hier zwei verschiedene Wachstumsstufen. Einmal glatt und einmal schon ein bisschen gewachsen. Also wenn ich da mit meinem Fast Track durchfahre, dann zerstöre ich auch alles. Bin leider hin. Einen wunderschönen. Hallo. Ach, die Wiese oder was? Ja, die Wiese. Ja gut. Iran und Wiesen habe ich jetzt aber auch mit der Karre gedüngt. Oh shit. Aber halt immer nur einmal, also in der Mitte halt durch, weil das reicht ja von links nach rechts. Ja, oh, stimmt. Doch. Ja, dann können wir das gerne machen. Na gut, ich hab das geklärt, eine absolute Frechheit hier. Naja, ich weiß ja nicht. Ich glaub, das ist was wollt ihr klären? Du hast geklärt. Nee, ihr wolltet noch irgendwas klären. Nee, ich hab Randy zum Düngerstreuen beauftragt. Könne wieder. Naja, ich muss aktuell warten. Ne? Also ich kann ja schlecht drum rumstehen. Also kann man schon machen, aber ist halt nicht so, ist YOLO. Am besten fährt jetzt keiner im Dorf, danke. Ganz kurz bei Malu. Habst du das Gefühl, hier wird mehr mit LU als wir miteinander verbracht? Wo muss ich jetzt hin, Alter, diese Karte? Die nächste links, okay. So, Sie schweigen? Hochkonzentriert. Alter. Ja, das Problem ist immer, wenn das Gewicht umfällt und man muss es dann trotzdem ankurbeln. Oh, ihm tu mir das doch nicht an. Oh, ganz schön, mein lieber Herr Gesangsverein, ne? Was denn da? Na, ihr MAN. Meine? Ja, vor deinem Hof oder vor deinem Kompost-Ding steht ein MAN mit Forstaufbau. Ja. Also mit Forst-Trailer, ne? Ja, weil ich ins Forst einsteig groß. Oh, schön. Du auch? Ich Forst oder auf. Was ist los? Na, ich kann da noch nichts zu sagen. Dieser Stöhner war ein bisschen gerade. Ja. Naja, sagen wir mal so, Randy. Du beauftragst das LU nicht. Momentan. Doch. Ah, doch? Ja. Bei jedem macht doch, haben die doch okay gesagt. Aber sonst hätte ich mich jetzt stark gewundert, dass 4 LU-Leute für einen Kunden da sind. Nein, Randy lässt doch Forst machen, das wurde doch okay gesagt. Ich lass Bäume machen und dann ist Erntezeit. Erntezeit? Oh, das ist die schönste Zeit. Naja. Aber das geht ja auch also bei schnell. Mir arbeitet einer. Okay. Ich frage mich nicht, wie viele kann ich hier hoch? Hoppala. Ja. Ja, weil ich gefragt habe, wie viel los ist, sagt er, sie sind 200% überbelastet. Oh! Ja gut, man weiß immer nicht, wie viel der Chef macht, ne? Ja, nix wahrscheinlich, wenn ich mir das anhöre. Bin schon das der Meinung, dass man im Hintergrund so ein Kaffeekännchen klingen hat, aber... Umrühren? Ich wollte jetzt nichts sagen, ne? Nee, das ist natürlich richtig. Gib ich dir vollkommen recht, Werner. Wenn du das so sagst, ne? Warum? Ne, so, das ist immer so ein bisschen... Weiß ich nicht. Also es ist aber auch wirklich egal, was ich sag. Das kommt mir auch manchmal so vor. Werner! Hier ist einer. Wir haben die Gemeinsamkeit gefunden. Ja, das ist schön. Yeah. Vielleicht sollten wir mal Freundebuch tauschen. Hast du sowas noch? Nein, leider nicht mehr.
Echt? Nee. Also ich glaube, meins habe ich auch nicht mehr. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Aber das war ja mehr so eine Pflichtveranstaltung damals, als wie, du bist wirklich mein Freund. Ja, man hat auch so ein bisschen ausgelotet, ne? Wer ist korrekt und wer nicht. Wer da vorne schreiben, wer da hinten schreiben. Ja. Wer kriegt zuerst, wer zuletzt. Ja. So. Sonst, wie läuft's bei euch? Viel los? Oh, leider gerade sehr, sehr straffes Programm, ja. Was machen die Tiere, Tino? Was? Wie bitte? Was machen die Tiere? Die, wer? Tiere. Keine Ahnung, die sind bei dir? So. Ja. Okay. Aber wie ist es jetzt eigentlich nur mit den Schafstall? Wird das neu verhandelt oder ist das Ding auch gegessen wie die drei Riegelbrüche? Gut, da habe ich verzichtet, ne? Aber rennen die ja auch. So eine Aussage, ne? So eine Aussage soll ich hier nicht gar keine Antwort drauf geben. Ja, dann lass es. Aber du kannst natürlich trotzdem gerne antworten. Kein Kommentar. Und du brauchst den Spieß ja gar nicht rumdrehen, ja? Wollte ich nur auch sagen. Ich bin kein Spießumdreher. So. Ich gehe jetzt mal den Kerker suchen. Das wird mir, das wird mir hier zu bunt. Am Friedhof. Wo ist denn der Friedhof? Wenn du die Hauptstraße zu deinen Grasfeldern hinterdonnerst, da kurz beim Dorf raus rechts. Da stehen nur ein Haufen Maschinen von mir. Kann man nicht übersehen. Ah, hier. Ah, ja. So. Hast du sonst, Werner... Also, ich hatte dich ja wegen den... verschwinden. Ich hatte dich ja wegen dem... Grassachen gefragt, also das Mäh wäre klar, aber die anderen Sachen, also du verkaufst gar nichts davon, nur um das jetzt nochmal abschließen. Das klärt sich jetzt gleich. Ich bin gleich wieder da, warte mal. Ich finde das richtig gut mit den drei Unparteiischen. Weißt du das? Ja, Firma der drei finden, die es auch können. Dann, ja, ja, der eine Steini beim von mir. Ja, der Schweizer ja sowieso. Gehört 110 dir, dass das Werner sind? Mir. Hey, 117, was hat Werner noch gesagt? Nee, warte mal, 110? Ja, also unter deiner 109. Mir. Also 110, 109, diese oben, 117, was war das andere? Also mir gehören die 79, 109, 110 und die 83. Oh, können wir nur warten. Ja, können wir nur warten. Du kannst, wenn du willst, die, falls du am, du bist ja am Düngen, die 79 bräuchte Dünger. Ja. Die 83 auch. Da bist du näher dran, oder? Habe ich jetzt hier gerade einen Fehler? Ja, mein Gott, ich habe gerade einen Fehler mit einer LU gemacht. So. Kann doch nicht sein. Was ist los? Nee, die arbeiten nicht so, wie ich das will. Wenn der Schweizer da ist, müssen wir da mal ein Wörtchen reden. Die arbeiten nicht so, wie du willst, aber dann schilder kurz das Problem, wenn du möchtest. Channel switched. Mahlzeit. Kurze Frage. Mahlzeit. Kurze Frage. Zwischen welchen zwei Feldern habe ich euch den Auftrag gegeben? Zwischen 87 und 90 oder zwischen 91 genau. Und 93? Zwischen das 87 erste. Und 90, ne? Genau. Gott sei Dank, ich bin nicht behindert. Danke. Bis später. Erklären. So. Hallo, passt. Randy. Guten Tag. Also bei mir ist auf jeden Fall keiner beschäftigt. So, das kann ich dir schon mal sagen. Bei Randy weiß ich nicht, wie viele da beschäftigt sind mit dem Forst. Weiß ich auch nicht. Ich habe noch mal gerade nachgefragt, ob ich behindert bin, aber bin ich nicht. Passt. Warum sollst du behindert sein? Weil ich jetzt irgendwie den Gedankengang hatte, dass ich zwischen 91 und 93 beauftragt gegeben habe, was kompletter Schwachsinn gewesen wäre. Aber ich habe zwischen 87 und 90 beauftragt, passt also. Warum die jetzt auch immer Richtung 93 Grad rumfliegen? Naja, egal. Aber die heißt ja schon mal, sind mehr wie einer bei dir beschäftigt. Ich sehe, ja, guck doch auf die Karte. Ja, ich habe keine Zeit, das ist das Problem. Ach so, ja, gut, Entschuldigung. Da ist AS1 und AS2. Okay. So, Wernersen, 117 ist einmal gemacht. Was war es denn noch? 110 gehört Tino.
Ich habe 126. Mal ungefähr eine Linie, wo? Rechts unten. Ja, rechts Mitte, sorry. 126 also ist ziemlich Mitte. 83, unten. 79 wären auch noch da. Nur falls die Langeweile keinen Abfall. 126, komme ich denn da hin? Über den Weg. Ja, aber über was vor ihn? Du kannst. Das war jetzt die rhetorische Frage. Ganz schlecht in Rhetorik. Ja, natürlich, gut, das ist ja komplett am Arsch der Welt. Da geht ja, das ist ja gar nichts mit Straße. Also, boah, dafür war es feldbillig. Wahnsinn. Was war's bei Tino? 79? 79, 83. Also meins. Ne? Also ich sag's nur im Vorhinein, ne? Was denn? Ich hab ein Big Bad. Nicht, dass es dann heißt, Alter, was mit meinem Welt passiert. Dann kannst du es vergessen. Och, Junge. Dann kannst du es. Sorry, Moment. Randy, dann nicht. Sag, Werner, hast du gerade einen Sprung in der Platte? Ich hab doch nicht. Deine 117 auch gemacht. Hast ja, du doch das gesagt. Ist Gras, aber das wächst nach, Randy. Ja. Ja, dann, aber die 83 bitte auch die Finger weg. Aber was ist denn auf deiner 126 gerne. Drauf? Irgendwas mit einem halben dran. Achso, ja, gut, ja, dann, ja. Gut, also dann nicht, dann fahr ich wieder hin. Sorry, wenn dir da Kosten entstanden sind, weil ich dich natürlich gerne begleichen möchte. Nee, deswegen, ich stand bei Ihnen ja noch hier auf der 117, so ist es ja nett. Also ich muss sagen, diese Folge hat sich außerordentlich gelohnt. Sehr gut. Diesmal für mich und nicht nur für die anderen. Na, jetzt ist aber gut damit. So, moderieren wir ab. Ja, kann ich, lass mich gerade noch was suchen. Moment. Alter Vater, ey. Was war jetzt dein Feld? 117? Sehr gut, sehr gut. Werner? 117, 126 und 30. Ja. Das hast du ja schon beglichen, das ist ja nett. Ja, die drei Wiesenfelder habe ich bezahlt. Ich habe gedacht, du fragst allgemein. Ne? Ja, nee, für das Feld noch 1,5 und dann haben wir's. Jo. Sofort, ich bin sofort soweit. Aber liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Wie es dann weitergeht, seht ihr dann, wenn ihr möchtet, morgen wieder unpünktlich, ja. 13 Uhr, wie jeden Tag, gerne bei den zwei Kollegen vorbeischauen. Däumchen da lassen, Kommentar schreiben. Bis morgen. Ciao, ciao. Lülü. Tschüss.